Freunde, willkommen zurück hier zum sensationellen Match zwischen dem Friesenjungen. Nein, Friesenjungen heißt er ja so. Moin! Und meiner einer. Und ja, wie ihr seht, wir sind halt wieder wie zu jeder Folge hier am Händler zugange. Und ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt hier lange rumschnacken, würde ich sagen. Kopf in den Nacken. Auch das, Prost. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an zu maluchen hier, nicht? Würde ich auch sagen. Bis denn. Bis denn. So, da sind wir wieder. Wir sind hier noch fleißig am Pflügen. Aber auch bald fertig damit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir unbedingt Geld verdienen. So, was hatten wir mit dem denn hier vor? Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ich muss erstmal schauen. Okay, hier waren wir am Ballen wickeln. Schade, dass der Kurs nicht mehr da ist. Das schauen wir mal eben. Grasfeld 4, Schwadern. Und Abfahrer einstellen. Aha, ja, da ist gerade einer runtergefallen. Passt ja, wie man so schön sagt, bei uns an der Küste wie Arsch auf Eimer. Okay, der New Holland steht hier im... Okay, den brauche ich also im Moment anscheinend nicht mehr. Er flüchtet, dann müssen wir den hier jetzt... Was müssen wir denn machen? Ah, wir müssen Stroh holen, alles klar. Und wir müssen unbedingt Geld verdienen. Jetzt ist die Frage, bewahren wir das Stroh auf? Wir brauchen ja auch Stroh für die Ziele, oder? Für Ziel brauchen wir auch Stroh, oder? Bin mir da nicht sicher. Aber ich meine schon. Oh, ich habe kaum Kohle. Ich muss echt unbedingt Geld verdienen. Und jetzt wollen wir mal gucken, welches Feld ist das hier? Das ist Feld 10. Friesenjung, Feld 10. Dreschen. Und den, die beiden kombinieren. Feldarbeit. Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. Agro-Start, durchdrehende Reifen. Das könnte wohl meiner sein. Ja, das ist meiner. Wir haben ja gesagt, wir dürfen mit allem spielen, was wir irgendwie haben. So. Da ist er, da fährt er wieder. Und der fährt... Gut, okay. Das ist jetzt vielleicht... Die Seite hätte ich eigentlich auch noch abernten können, ne? Dumm von mir. Egal. So, was müssen wir jetzt machen? Ich brauche eigentlich noch unbedingt einen Traktor. Das heißt, ich würde mir jetzt einen mieten. Schauen, ich brauche einfach mal ein bisschen Leistung. Jetzt ist meine Maus wieder weg. Gehen wir wieder raus aus dem Shop, warum auch immer. Und den mieten wir erstmal, weil 90.000 habe ich gerade nicht. Oh, sorry, ich habe gerade was gekauft, deshalb, ja. Ja, alles halb so wild. Ich glaube, du drehst wieder durch. Ja, ich sehe es gerade. Mann.
Na, das sieht ja auch lustig aus. Da ist er. Und dann wollen wir den mal hier gleich hinten dranhängen. Und erstmal ein bisschen Geld verdienen. Geld brauchen wir unbedingt. Naja, schnell ist er nicht. Und vielleicht doch lieber einen Fast Track oder so besorgen sollen. Aber nee, egal. Agrostar hat die Aufgabe erledigt. Sehr schön. Ja, das könnte wohl meiner sein. Genug des Durchdrehens, oder wie? Ja, ja. Gucken wir mal, da ist er schön am Pflügen, ist auch bald fertig. Dann können wir dann mit der Aussaat beginnen. Das geht doch alles. Das machen wir eh erstmal. Jetzt machen wir erstmal Geld, Geld, Geld. Ich bin mal kurz im Shop zugange. Jo. Das ist ja schon so, dass ich hier eigentlich fast schon wieder direkt mähen wollen würde. Jetzt muss ich die restlichen da gleich nochmal eben schnell wickeln.
muss ich dann wohl leider von Hand machen. Zack. Zack. Zack, zack. 883 Euro habe ich noch. Wahnsinn, ne? So. Jetzt sehe ich aber mal zu, dass ich die jetzt erstmal verkaufe hier. Mal gucken, wie ich die jetzt am besten hier in die BGA reinkriege. Zack. Und alles verkauft. So, oder auch nicht. Wie läuft denn das? Braucht die BGA noch was? Achso, okay, das kommt dann gleich. Naja, gut. Ich würde gleich nochmal generieren. Tue erst. Ich werde sehr viel generieren in dieser Aufnahmesession. Das ist aber sehr schön für dich. Sehr schön, sehr schön. Ja. Jetzt schon fertig. Na los, nun wird fertig. Was? Na, das Piepen, was ihr jetzt gleich hört, das stimmt nicht. Ich habe vergessen, hier meinen Timer umzustellen. Also was jetzt gleich kommt. Und das schalte ich mal ab. Schalte einen neuen Timer ein. Sind erst 15 Minuten. Und ich habe vergessen, umzuschalten auf meine Matchmap-Einstellung. Und deshalb hätte der jetzt nach 15 Minuten schon gepiept. Was natürlich völliger Quatsch ist.
habe das Unglück gerade noch erkannt. Ich denke, was so schnell geht die Zeit. Das war ich gerade beim Anlegen eines neuen Ordners und Verschieben des Gleichen. Ja, alles gut. Nichts passiert. Ich habe gerade festgestellt, dass ich meinen Timer falsch gestellt hatte. Auf 15 Minuten statt auf 30 Minuten. Ich denke gerade, was? So schnell ist die Zeit rum? Ach nee, doch nicht. Aber es ist auch wieder verrückt, dass eine Viertelstunde schon wieder weg ist, ne? Ja, echt Hammer. So. Das bringt auch, glaube ich, hoffentlich nochmal richtig Kohle. Dann fahren wir mal weiter. Jens? Ja, bitte? Weißt du, wie hier die BGA funktioniert? Mit Silage? Ja, ich habe da gerade Silage reingeschmissen. Das wurde auch schon alles verarbeitet. Aber die Kohle taucht irgendwo auf. Oh. Gibt es bei der BGA Ost etwa noch Schwierigkeiten? Oh, eigentlich nicht. Also stand zumindest nirgendwo. Ich weiß es nicht. Wäre jetzt natürlich sehr ärgerlich, wenn jetzt hier meine irgendwie, weiß ich nicht, 20 Ballen auf einmal in Nirvana verschwunden wären. Das wäre echt mega scheiße. Tauchen auch nicht bei Einnahmen BGA auf oder verkaufte Ballen oder irgendwie sowas, ne? Nee, überhaupt nicht. Also es sind keine offenen Posten und ich meine, ich habe ja selbst die BGA, habe ich ja uns beiden zugewiesen. Aber, naja. Ja. Da sind nur Einnahmen Ernte 11.000 mal wieder. Das ist jetzt von mir gerade. Ja. Mehr habe ich auch nicht. Seltsam. Ah, vielleicht ist die. Ah, das kann sein, dass sie immer nur jede volle Stunde ausschmeißt oder so. Das weiß ich nicht. Mal gucken. Ich warte mal ab. Jo, das wäre natürlich echt mega ätzend, ey. Dann durchschlägt das natürlich hier meinen Plan aus so ein bisschen. Ja, aber bei den anderen funktioniert es. Also bei McManus habe ich schon gesehen und der ist ja auch in der BGA Ost. Ja, gut, dann müssen wir einfach mal wahrscheinlich ein bisschen Geduld beweisen oder was und gucken einfach mal, wie es dann um 11 Uhr aussieht. Ja, genau. Ich weiß nur, dass ich dann natürlich erstmal nichts weiter in die BGA schmeiße, bevor ich hier noch mehr Verlust habe dann. Nachvollziehbar, ja. Wieso nimmt er denn nichts auf? Das für ein Scheiß. Wobei doch, er hat ja was aufgenommen.
Dann habe ich was Falsches behauptet. Sollte er eigentlich sein? Ah, jetzt nimmt da was auf. Das ist gut. Riesenjung und ich bin auf Feld 15. Habe ich gespeichert den Kurs, sehr schön. Jetzt muss man eigentlich da was ansehen. Muss man so mal überlegen, was wir denn machen. Boah, keine Direktsaatmaschine. Was kriegen wir denn dafür, wenn wir die verkaufen? Boah. 224.000. 244.000. Nie leisten können. Die haben wir, ne? Naja. Okay, dann wollen wir uns mal Saatgut holen. Wo war das noch? Da vorne war es. Geld ist gut geschrieben worden, jetzt gerade direkt bei mir auf dem Konto, ohne offene Post. Ah, dann passt das ja mit voller Stunde. Jo. Ja, das sind halt so Sachen, die musst du auch erstmal wissen, ne? Ja, ja, klar. Da überlegt man sich dann auch erstmal, was ist mit meinem Geld? Mach ich das besser nicht? Ja. Ich generiere nochmal. Ja, ich auch gleich.
Machen wir mal Schafe. Achtung, ich generiere. Jawohl. Und ich schiebe. Hör mal, der macht hier wieder seitlichen Versatzdinge, die gar nicht sein müssen. Nein, echt? Jo. Mit Kursen, die du geladen hast, praktisch aus dem Speicher, oder wie? Nee, den ich jetzt gerade frisch generiert habe. Okay. Ich meine, ich kann ihn zwar mit dann dem gegenteiligen Versatz dann halt wieder auf Kurs bringen, aber ich glaube, das ist nicht so ganz richtig hier. Wir sollten gucken, habe ich die 19er Version noch irgendwo von Crossplay? Puh, wir haben die in dem anderen Dropbox-Ordner noch drin, ne? Ja, das ist die 18er Version, aber ja, aber die haben wir noch. Vielleicht sollten wir da wieder drauf drücken, weil die hat ja halbwegs... funktioniert, möchte ich mal sagen. Ja, sollten wir dann vielleicht gleich eben nach dieser Aufnahme eben einmal zurückspielen. Jo. Ist ja eh gleich vorbei. Genau. Ja, klapp dich mal zu. Aber ich will ja, dass du Gerst säst und nicht, dass du Weizen säst. Nicht. So, und das läuft. Der sammelt, das ist auch schön. Und er wickelt. Auch top. Auch wickeln, wickeln, wickeln. Ja, 40 Sekunden noch, dann ist die Folge auch rum. Den will ich dann noch eben draufpacken und wickeln lassen. Dann bin ich hier nämlich fertig mit Wickeln. Mir geläutet. Oh! Ja. Das würde ja bedeuten, wir sind schon wieder durch. Wir sind schon wieder durch. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Ja, liebe Zuschauer, wir machen jetzt gleich mal einen kurzen Break hier, weil... genau, ich breche auch gleich. Wir müssen nämlich jetzt hier mal eben noch wieder eine Cosplay-Version installieren, die funktioniert. Weil Jens sagt, die neue funktioniert nicht. Ja. Ich mach mal einen Screenshot und schicke ihn dir rüber.
Ja, genau. Gerne, gerne. Dann gucke ich mal. Aber das soll euch ja nicht weiter belasten. Am Samstag gibt es dann die nächste Folge. Schaut wieder rein. So sieht's aus. Ich sage erstmal Ciao. Wieso habe ich jetzt eigentlich die Abmoderation gemacht? Du warst doch heute dran. Mann. Du bist halt hier der Übereitrige von uns, deswegen alles gut. Ja, genau, der Streber. Ich habe früher auch mal ganz vorne gesessen in der Schule. Und Boah, da kann ich gleich noch einen erzählen. Alles klar. Ich sage auf jeden Fall erstmal Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch dafür, dass ihr wieder fleißig eingeschaltet habt. Und ja, freue mich natürlich auch drauf, wenn ihr dann am Samstag wieder tatkräftig hier vorbeischneit und dann hoffentlich mit einer funktionierenden Cosplay-Version mal wieder. Und bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.